Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video möchte ich euch einen extrem coolen und nützlichen Trick zeigen, und zwar wie ihr euren MOC euch bestellen könnt und dieser dann direkt bei euch spawnt. Denn normalerweise spawnt der MOC ja immer irgendwo am Arsch der Welt, wenn ihr euch diesen halt bestellt, und dann müsst ihr halt teilweise noch über die halbe Map fahren, und das Ganze nervt mich persönlich auf jeden Fall extrem. Und das können wir halt nun mit diesem kleinen Trick hier umgehen, was aber auch besonders nützlich ist beim aktuellen Giftcast to Friends. Glitch. Jedenfalls funktioniert das Ganze auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auch auf dem PC, aber bei diesem Glitch braucht man ein wenig Glück bzw. ein wenig Timing, damit der halt klappt. Aber ich meine, sollte das Ganze nicht klappen, dann spawnt der MOC halt ganz normal und ihr habt halt keinen Nachteil dadurch. Also bei mir klappt das Ganze auf jeden Fall bei jedem zweiten Versuch, und wenn es klappt, dann klappt es und ich freue mich, und wenn es halt nicht klappt, dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen und den Weg zum MOC halt fahren. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu diesem Glitch, und zwar müsst ihr dafür zunächst einmal in euer Interaktionsmenü gehen, und dort müsst ihr jetzt ganz einfach einen Motorradclub gründen. Habt ihr das nun gemacht, dann fordert ihr nun euren MOC über das Interaktionsmenü an, und sobald ihr das nun gemacht habt, drückt ihr jetzt das Touchpad und XXX, und das Ganze wiederholt ihr jetzt so lange, bis der MOC bei euch angekommen ist, und das Ganze wiederholt ihr wirklich richtig schnell hintereinander, denn ihr solltet das Ganze am besten spammen, also Touchpad XXX, Touchpad XXX, denn wenn ihr das nun macht, dann fordert ihr jetzt zeitgleich immer euer Lieblingsmotorrad an und lagert es danach halt wieder ein. Und wenn der MOC halt gerade an dem Zeitpunkt ankommt, wo ihr halt euer Lieblingsmotorrad angefordert habt, beziehungsweise wann euer Lieblingsmotorrad halt erscheint, dann spawnt der MOC auch direkt bei euch. Und wenn ihr das Ganze aber bei dem Zeitpunkt macht, beziehungsweise den Zeitpunkt erwischt, wo ihr das Bike gerade wieder einlagert, dann spawnt der MOC halt ganz normal. Also wie gesagt, das Ganze ist ein wenig Glückssache, beziehungsweise Timing-Sache. Aber dennoch finde ich, dass das Ganze, wie gesagt, extrem nützlich ist, und wenn es halt klappt, dann klappt es, und wenn es halt nicht klappt, dann hat es auch niemandem geschadet. So, das war's nun aber auch schon mit diesem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Like da, und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.